Hallo und zurück, dann machen wir mal gleich weiter und gehen jetzt Richtung Osten, wie ich schon angekündigt habe. Das war ja eher, ja, das Slumgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Oder war es westlich? Ich weiß es gar nicht. Steht das hier eigentlich irgendwo, wie wir uns gerade befinden, Karte? Oder auch nicht. Ach nee, die Karte war ja hier. Wir sind in Altown. Ja, ich glaube, das war ja das Gebiet, wo der eine ermordet aufgefunden wurde, der was mit Decker zu tun hatte. Na, dann schauen wir uns hier einfach mal um. Du siehst einen Polizisten, Polizisten, Decker ist tot. Ja, ist er. Diese Stadt wäre sicherer, das kann ich den Text nicht lesen, wenn Decker von der Bildfläche verschwunden würde. Verschwunden würde, verschwunden wäre, glaube ich, und ich würde. Na egal, wer ist das hier? Du siehst einen Skag, was ist ein Skag? Ja, hier? Ja, ich spreche ihn mal an. Hier ist so viel Platz, wenn ich irgendwelches Zeug hätte, wäre hier genügend Platz dafür. Was sind Skags? Ich habe Hunger. Was ist das hier? Ach, eine Straßenlaterne, eine kaputte. Diese Straßenlaterne könnte bei Nacht oder in dunklen Gegenden für Licht sorgen, wenn sie nicht völlig kaputt wäre. Als ob die hier Strom hätten, oder? Diese Straßenlaterne sorgt bei Nacht oder in dunklen Gegenden für Licht. Okay. Vorfahrtsschild. Dieses Schild wurde zur Regelung des Verkehrs eingesetzt. Hier kann man fast alles irgendwie, fällt mir gerade auf, anklicken und zusätzliche Infos bekommen. Briefkasten. Der Briefkasten ist leer. Du hast das Gefühl, dass es schon seit einer ganzen Weile leer ist. Oh ja. So kann ich hier rein. Sieht aus wie eine Lagerhalle. Bisschen Angst, dass ich irgendwo eine Tür betrete, wo ich nicht rein sollte und sofort um Haufen geschossen werde. Wer ist das? Ist es schon Zeit für mich ins Bett zu gehen? Was ist hier alles drin? Der sieht wichtig aus. Du siehst Jakob, den Waffenhändler. Jacks Waffenladen. Hohe Preise, aber wirklich gute Waffen. Hey, willkommen bei Jack. Ich habe tolle Waren auf Lager. Schau dich doch einfach mal um. Ich möchte einen Deal mit dir machen. Das ist alles, was ich habe. Okay, mit Deal dachte ich einen anderen Deal, aber okay. Okay, er hat hier teilweise schwere Waffen. Oh, und tolle Rüstungen. Ein Scharfschützengewehr. Ach, das finde ich bestimmt auch später. Sehr, sehr viel Munition. Und ein Kampfgewehr. Heißt sogar so, Kampfgewehr. Hat die richtige Bezeichnung. So. Wie teuer ist das Scharfschützengewehr? Snipergewehr? Kann ich wahrscheinlich eh nicht leisten. Ich bin eigentlich auf sein Geld und auf die Stimpaks scharf. Das heißt. Danke. Dass ich hier erstmal rausgehe, damit ich mehr Platz habe. Und mal gucke, was meine Teammember bei sich haben. Was wir verkaufen könnten. Der hat zweimal eine Magnum, braucht er nicht. Ach, ein Desert Eagle ist das. Ich habe immer Magnum gesagt. Danke. Und stehlen. Bleib mal stehen. Ich bestehle sie vom Prinzip her nicht wirklich. Oh, der hat hier neun Rüstungen. Das ist sehr gut. Mal sehen, wie viele ich hier rüberziehen kann. Aber ja, Tragekapazität. Noch eine. Noch eine. Noch eine. So. Jetzt können wir richtig schön einkaufen gehen, wenn die Preise nicht zu teuer sind. Ich würde mich auch fragen, ob die Stimpaks unterschiedliche Preise haben, je nach Händler. Ach, der hat nur 108, bei anderen war es so irgendwas bei 1000 oder täusche ich mich? Wir sind so richtig kostengünstig. Ach, ich teste mal, wie teuer ist denn so ein Snipergewehr? Ah, es geht sogar. Aber ich denke mal, ich finde das auch später wieder. So, erstmal alle Rüstungen reinballern.
Und die Magnum. Ah, nicht die Magnum, die Desert Eagle. 4000. Da können wir hier nochmal 2000. Dann werde ich mir auch die Sniper holen. Ach, ich kann hier nur maximal 3 stellen. Ich glaube, ab Fallout 2 sind sogar 4 Stellen, die man hier einstellen kann. Ob das Geld reicht? Ja, der hat hier noch 2000. So. Oder ich kaufe mir noch was Zusätzliches. Was ist das hier? Munition für Energiezelle, für eine Laserwaffe wahrscheinlich. Energiewaffen werden wir wahrscheinlich erst später finden. Hier ist noch ein Sturmgewehr, ein richtiges. Das ist natürlich auch sehr cool für Nahkampf. Ich werde wahrscheinlich mit einer Sniper rumrennen und mit einer Nahkampfwaffe. Die Rüstung hier sieht auch sehr cool aus, die Kampfrüstung. Wird aber schweineteuer sein. Oh ja. Das sprengt ja hier gleich den Preis. Dann machen wir das so, wie wir es gerade haben. Und da freue ich mich auf eine neue Waffe. Kann ich da überhaupt... Habe ich überhaupt Munition dafür? 2, 2, 3. Das wird doch bestimmt die hier sein. Die Sauter ist ja... Ja, erstmal, wir machen es erstmal so. Ja. Und jetzt schaue ich mal, wie teuer hier quasi ein Magazin ist. Ja, 200, nur für 50 Schuss, das ist ordentlich. Nein, wir kommen, denke ich mal, damit aus, was wir haben. Deine Auswahl ist gut, aber ich suche was mit mehr Durchschlagskraft. Irgendeine Idee, wo ich hingehen könnte. Also, du könntest es bei den Gunrunnern drüben... im Bonyard versuchen. Die sollten was für deinen Geschmack haben. Ich habe auch gehört, dass die Jungs von der Bordart of Steel nette Geräte haben. Bei denen kannst du es auch mal probieren, okay? So, noch ein bisschen rumquatschen. Was haben wir noch? Mehr will er nicht. Gut, das sind bestimmt seine Wachen. Ne, das sind sogar normale Polizisten. Wieso wird er von normalen Polizisten bewacht? Ne, wer weiß. Normalerweise hat jeder Laden seine eigenen Wachdienst. So. Was kann ich für dich tun? Oder werde ich einfach angesprochen? Wer bist du? Was geht hinter diesem Gebäude vor? Vergiss auf Wiedersehen. Wer bist du? Vance ist der Name und mehr brauchst du nicht zu wissen. Willst du was? Oh Gott, ich habe nicht abgespeichert. Ja, das meine ich damit. In diesem Spiel stirbt man verdammt schnell. Man läuft um Gebäude rein, sagt jetzt die falschen Worte und schon ist man dahin. Wie soll ich das wissen, wenn du mir nicht sagst, was du verkaufst? Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Vance. Was hast du denn? Vergiss es, auf Wiedersehen. Wir machen mal das Foto, das ist freundlich. Du scheinst in Ordnung zu sein. Hier, das sind meine Waren. Oh, Glück gehabt. Ist einfach nur ein Verkäufer, ja. Oh, der hat ja auch viele Pillen im Angebot. Stimpaks bin ich immer scharf. Hat auch Red Away etc. Verbrauchst nicht alles auf einmal. Das heißt, hier werde ich mein Zeug dann... demnächst verkaufen, wenn ich wieder was finde. Aber wir haben, glaube ich, noch Rüstungen zum Verkaufen gehabt. Die hau ich mal auch weg. Die brauchen wir nicht hier unnötig rumzuschleppen. Ach, noch 4 Stück. Das ist noch jede Menge. Und ansonsten, hier, der hat auch 2 von denen. Kann ich auch nicht rausholen. Weil ich meine maximale Tragekapazität wieder erreicht habe. Was kann ich für dich tun? Ich mag Leute wie dich nicht. Wer sind deine Freunde dort drüben? Wer sind deine Freunde im Hinterzimmer? Nee, zuerst handeln wir mal. Wobei, ich könnte die natürlich auch umlegen und dann alles nehmen, was er drin hat. Das wäre ja der blanke Wahnsinn. Hat er überhaupt Kohle? Nee, er hat echt nur Stimpaks etc. Gut, dann nehmen wir uns einfach mal ein bisschen medizinische Ausrüstung. Kann ich relativ viel nehmen dafür, denke ich mal. Davon am liebsten alles. Okay, Arztkoffer können wir vielleicht noch zusätzlich, man weiß ja nie. Was auch relativ billig. Das ist ja für Knochenbrüche, glaube ich, etc. Kleiner Koffer mit medizinischer Grundausstattung, bla 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 bla. Ich
Kann auch sein, dass einfach nur eine stärkere Version vom Stimpak ist. Gegengift wäre auch schön. Dürfte auch gar nicht mal so teuer sein. Nein, ist es auch nicht. Dann nehmen wir auch spontan alle. Und hier Drogen möchte ich nicht wirklich einsammeln. Wet-Away wäre vielleicht für Notfall, aber das ist, glaube ich, schweineteuer. Ja. Wir können aber eins für Notfall ruhig mal mitnehmen. Das hier sind auch quasi Stimpaks, bloß in einer stärkeren Version. Auch relativ teuer. Nehmen wir aber auch so viel mit, wie es nur geht. Na, dann können wir ruhig mal hier 3.100. Nehmen wir noch eins mit und zahlen es mit Geld notfalls aus. Das heißt 133. Okay, und das passt soweit. Zack. Wunderschön. Hänge nur so rum. Jetzt speichere ich und dann fragen wir ihn mal aus, was hier noch so abgeht bei ihm. Scheinbar scheint das ein Krimineller zu sein, denn wir treten ihm gegenüber eigentlich relativ aggressiv auf, weil er hinten scheinbar irgendwas macht. So, ich mag Leute wie dich nicht. Wer sind deine Freunde dort drüben? Das sind Justin und Chad. Sie sorgen dafür, dass niemand Ärger macht. Die sehen aus wie zwei vom anderen Ufer. Schön, euch kennenzulernen, Jungs. Ich bleib hier nur ein bisschen, wenn es euch Jungs nicht ausmacht. Oder es ist das reizt natürlich den ersten Punkt an zu wählen. Schön, euch kennenzulernen, Jungs. Also kommen wir zum Geschäft. Ich bleib nur ein bisschen hier. Ich würde gerne fragen, was er im Hinterzimmer macht. Wer sind deine Freunde im Hinterzimmer? Nur ein paar Freunde von mir. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Stell nicht zu viele Fragen. Ich weiß, was du hier machst und es gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht, was er hier macht. Ich bleib hier ein bisschen, wenn es euch Jungs nicht ausmacht. Ja, habe ich was verpasst? Ich sag jetzt einfach, ich weiß, was du hier machst und es gefällt mir nicht. Ich mach dir mal so richtig schön aggro. Scheinbar scheint es kein guter zu sein, deswegen. Tut mir leid für dich, geh jetzt. Nein. Bin eigentlich nur scharf auf sein. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann auch bekomme. Ah, super, dass ich mit der Waffe ausgerüstet bin. Eine Sniper brauche ich jetzt auch nicht auszuwählen. Das ist jetzt Nahkampf. Damit sind alle meine Punkte verbraucht. Hat er etwa eine Geißel hier genommen? Zwei Geißel? Oh, ich hoffe so sehr, dass ich dann sein ganzes Inventar plündern kann. Die sind alle auf einen Haufen. Ich bekomme gar nicht mit, was hier abgeht. Aber scheinbar ist Vance schon tot und sein Schlägerkumpel. Ich brauche gar nicht so wirklich ins Gefecht einzugreifen. Das machen bereits hier meine Teamkameraden. Und das war's. Für deinen Sieg im Kampf als 195 Erfahrungspunkte. So, wer seid ihr? Du siehst einen Typ, der von irgendwelchen Zeugs abhängig ist. Ah, Changis. Du siehst einen Typ, der von irgendwelchen Zeugs abhängig ist. Motor. Oh, wow. Ich esse mein eigenes Gesicht. vielleicht hat er hier Drogen getestet. Oh mein Gott, das ist ja jetzt wieder... So leicht die Problematik, dass dann... Ja, genau. Ich lade jetzt mal meine Waffe nach. Mein Inventar dann voll ist. Weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwelche negative Nachfolgen hat. Ja, ich kann doch nicht drauf zugreifen auf seinen Kram jetzt. So. Haben Stimpaks auch ein Gewicht? Ich denke ja. Wie viele hast du denn eigentlich noch? 4? Gib dir mal eiskalt einfach mal 5 Stück rüber. Granaten will ich noch nicht in der Hand drücken.
Ja, die Rüstung und hier auch von den starken Stimpack bekommst du 2. Und dann kann ich bestimmt hier den Rest aufnehmen. Ich weiß nicht, ob so ein Hammer, Vorschlaghammer, wertvoll ist. Ich glaube nicht, deswegen lasse ich es auch mal weg. So, die Waffe stecke ich wieder weg. So, mal schauen, ob sich irgendwas jemand beschwert oder ich hier schlechten Karma erhalten habe. Oh, wir sind schon auch bei 24 Ruf. Aber ich denke mal nicht. Ne, hier war ja niemand. Wo kommt denn das Kind hierher? Hat es einen Eigenname? Ne, nur ein kleines Kind. Hast du das gehört? Den Untergrund gibt's nicht mehr. Okay, die sind nicht aggro, also passt das schon. Dann gehen wir mal hier weiter im Uhrzeigersinn umher. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Ist hier vielleicht irgendwo noch was zum Aufheben? Eine Kiste zum Durchwühnen? Ja gut, da haben die das echt so geregelt, dass ich nicht jetzt mehr auf sein Zeug zugreifen kann. Das heißt, vorher alles plündern und dann erst angreifen. Ja, alles leer. Weil ansonsten wäre es wahrscheinlich auch einfach zu hart, wenn wir auf einmal 3000 Gegenstände auf einmal hätten vom Händler. So, was ist hier? Hier gefällt's mir. Hier geht's ja runter, interessant. Hier gefällt's mir. Kann das sein, dass das hier der Zugang zu Daggers Bude ist? Wir probieren's mal aus. Wäre cool, wenn wir noch seine Leiche räumen können. Das letzte Mal konnten wir es in Chunktown auch nicht bei Gizmo. Ja, das sieht doch sehr nach seiner Bude. Nee, was ist denn das? Interessant. Ist verschlossen. Sollen wir da wirklich rein? Wer ist denn hier? Jasmine? Leo? Stuhl? Was ist das? Du siehst Loxley, den Anführer des Tieffestzirkel. Hm. Ich versuche mal einzubrechen. Ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube nicht. Aber natürlich müsste ich erstmal die Tür treffen. Du kannst da nicht hin, ja? Weil sich mein Kumpel hier direkt davor gestellt hat. Oh, Leute. 26% auch nur. Da ist die Chance nicht hoch, dass wir das überhaupt schaffen. Ja, das war klar. Also gehen wir wieder raus. Ich wollte interessieren, ob ich mit dem Brecheisen irgendwelche Boni bekomme auf Tür öffnen. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände verkaufe, wegwerfe. Und dabei haben sie super coole Eigenschaften. Ja, ich glaube, um Türen aufzubrechen, war das Werkzeug. Wobei das Werkzeug wird wahrscheinlich eher dafür da sein, meinen Skill Reparatur zu erhöhen. Also da schaue ich definitiv später mal vorbei. Vielleicht komme ich auch bei Gelegenheit wieder hin. Ja, ansonsten ist hier gar nicht so, brauche ich das gar nicht reinzuschauen. So, hier unten haben wir noch ein Gebäude. Eine kleine Spinne. Toll, toll, toll. Brauche ich nicht die Tür öffnen, dann kann ich ja einfach seitlich reingehen. Ah, hier ist auch nichts Besonderes. Hier ist nur ein Kind. Gib mir das Zuckerbaby, das scheint ja total... Du siehst Slabby. Mal ansprechen. Oh, schön, schön. Warum gibt es den Mond? Was machst du hier? Was hast du für ein Problem? Was machst du hier? Machen, ich machen, dann du machst, dann wir alle machen. Jetzt mal im Ernst, was machst du? Ich tu dies, dann jenes. Hast du Harold gesehen? Harold ist lustig, seine Haare fallen aus. In den Wind. Da fliegen sie, Wind, Wind, was auch immer. Was hast du für ein Problem? Probleme wie Suppentassen, breit und tief, so wie dein Hirn halt. Harold ist eine sehr, sehr bekannte, berühmte Person und hier sehe ich ihn sogar schon durch das Dach. Man sieht ihn im Teil 1, ich glaube in Teil 2 kommt er vor und in Fallout 3 hat er auch einen kleinen Auftritt. Was selten war, dass man in Fallout 3 überhaupt Charaktere angetroffen hat, schon allein aus dem Grund, weil wir ja hier, offensichtlich sage ich, wenn ich falsch ist, ich glaube wir sind an der Westküste und Teil 3 spielt ja in der
an der Ostküste. Bloß in Teil 3, ich greife da ein bisschen vor, da ist er schon komplett zu einem Baum geworden. Hast du mal Kleingeld, Kumpel? Kannst du einem armen, gescheiterten Mutanten helfen? Ach ja, in Teil 2 wächst ihm, glaube ich, ein Baum aus dem Kopf und in Teil 3 ist er dann komplett ein Baum. Hier hast du $25. Viel Glück, wir machen das ruhig mal. Oh, nett von dir. Sehr nett. Wenn ich das Zeug hier wegkriegen würde, könntest du eine Träne in meinem Auge sehen. Wieso? Der Rest der Hub-Leute hat nur auf mir rumgehackt, seit ich wieder in der Stadt bin. Ich kann nicht weg. Schließlich ist dies mein Zuhause. So, was ist denn passiert? Meine Vault war eine der ersten, die geöffnet wurde. Lange her. Erzähl mir mehr von damals. Ich wollte eigentlich wissen, was mit dir passiert ist. Erzähl mir mehr von damals. Mit den Sirenen fing's an. Ich war jung, aber ich erinnere mich gut. Dann kamen schlimme Jahre. Und eines Morgens ging ich spät aus der Vault. Ach ja, deswegen, man konnte ja vorhin fragen, ich wollte eigentlich wissen, was mit dir passiert ist. Man muss halt bedenken, als Spieler, der das eigentlich überhaupt noch nicht kannte und dieses Spiel das erste Mal gespielt hat, der hat dann erstmal so ein Pizzagesicht gesehen und war erstmal schockiert. Was ist das? Wer ist das? Wie kann sowas leben? Ja, und deswegen bin ich jetzt ein bisschen kühl und nicht erstaunt, weil die Ghule sind eine sehr, sehr bekannte Figur im Fallout-Universum. So, zwar kenne ich mich hier nicht mal ganz im Detail aus, deswegen nenne ich das Spiel ja auch Blind, aber so grundlegende Sachen kenne ich ja noch aus Fallout 3 und New Vegas und überhaupt, wo ich auch noch grundsätzliche Dinge weiß. So, was hast du dann gemacht? Wo war deine Vault? Das würde mich auch interessieren. Weißt du, ich weiß nicht mehr genau. Westen? Nein, Osten? Ich weiß nicht. Das nennt sich Vault, nicht Fault. Ich sag immer Fault, entschuldigt mich dafür. So, was hast du so gemacht? Ich war ein Händler. War erfolgreich bei meinen Rundgängen zwischen den Überlebenden. Hab aber viele gute Leute verloren. Wieso? Die Gangmitglieder haben sie erwischt. Diese Aasgeier haben die Caravans angegriffen. Und Mutanten, verdammt, die schossen wie Unkraut aus dem Boden. Musste immer Wachen dabei haben, um mein Geschäft zu machen. Haben die Wachen nicht geholfen? Wo waren die Mutanten? So was man mit den Wachen fragen. Natürlich haben sie geholfen, du Armleuchter. Verdammt nochmal, es waren zu viele. Wie freundlich. Er hört sich leicht an, als würde er, der Synchronsprecher eher aus der nördlichen Gegend von Deutschland kommen. Wie hast du die Mutantenangriffe überlebt? Nicht, er wurde getötet. Gott, ich liebe diesen Witz. Das ist wirklich gut. Ah ja. Wir organisierten eine Expedition. Oh Gott, Richard. Richard Gray führte eine kleine Gruppe von uns dort hoch. Richard, ich hätte jetzt Richard gesagt. Also verzeiht mir, wenn ich später Richard sage, statt Richard. Richard Gray, wo seid ihr genau gewesen? Richard Gray. Richard Gray war Arzt. Bisschen älter als ich und Mann, der war clever. Er fand die Quelle. Welche Quelle? Eine Art alter militärischer Stützpunkt. Wir haben beim Reingehen viele Leute verloren. Woher wusstet ihr, dass dieser Stützpunkt der Grund war? Auf was seid ihr gestoßen? Ich mache das mit dem Stützpunkt. Es war, als ginge jemand auf Schnäppchenjagd im Mutantenland. Meine Güte, billiger im Dutzend. Ich kann mir keinen anderen Grund denken. Wahrscheinlich war es eine Fabrik. Habt ihr euch diesen Stützpunkt genauer angesehen? Ich bin ziemlich weit reingekommen. Da waren nicht mehr viele von uns übrig. Gray, ich und ein paar andere. Und dann? Der Roboter hat Franzin gekriegt. Mark war verwundet. Hab ihn ans Tagesicht zurückgeschickt. Dann waren es nur noch Gray und ich. Er erzählt ja ziemlich interessante, tiefgründige Sachen aus dem Fallout-Universum, mal so als Info nebenbei. Und was passiert mit Mark und was passierte dann? Ich mach mal, was mit Mark passierte. Bis heute weiß ich das nicht. Er schaff
schaffte es nicht mehr hierher zurück und nun, ich konnte dieses Ödland nicht mehr ertragen, also habe ich nie nachgeschaut. Und was war mit dir und Gray? Ich schaffte es bis zu einer Art Zentralstelle, eine Art Fabrik. Da ist es passiert. Ein was? Roboterkran krachte mit uns zusammen. Das Letzte, das ich von Gray sah, war, wie er durch die Luft flog, in eine Art Säurebad. Mir war übel und ich verlor das Bewusstsein. Wie hast du überlebt? Nicht, er wurde getötet. Gott, ich liebe ja. Ja, das merkt man. Keine Ahnung. Bin im Ödland aufgewacht, gerade noch so am Leben. Hatte Glück und einige Händler, die ich kannte, fanden mich ein paar Tage später. Zum Glück, da ich mich bereits verwandelte. Sie brachten mich hierher und hier bin ich seitdem. Wodurch bist du so mutiert? Wirklich eine tolle Geschichte, danke. Wir fragen mal, wie er mutiert ist. Ich weiß nur, dass es etwas in diesem Stützpunkt war. Glaubst du, es könnte die Strahlung gewesen sein? Stopp aus, danke für die Auskunft. Strahlung? Wie zum Teufel sollte ich das wissen? Gray hätte es gewusst. So ist die Sache in die Hose gegangen. Danke für die Auskunft. Ich hätte gerne noch mehr gewusst. Vielleicht kann ich noch mehr rausquetschen. Lass mal Geld geben. Nee, das war's. Ich hätte mal fragen sollen, wo das war. Das war nämlich ein sehr wichtiger Standort. Ich weiß sogar, was alles dahinter steckt, aber ich verrate es nicht. Jetzt will er nicht mal mit mir sprechen und rausrücken, wo diese Militärstation war, wovon er gesprochen hat. Kann ich was für dich tun? Ja, das ist blöd. Was, wenn ich hier einfach nur mal nach Gray frage? Kerl, Arzt und Philosoph. Er leitete die Expedition, bei der ich in einen Mutanten verwandelt wurde. Mich würde interessieren, wie viel der, was ich hier alles noch so eingeben könnte. Ja. Ich frage jetzt einfach mal nach Mutanten. Mutanten. Nie davon gehört. Okay. Dann war's das. Na, vielleicht haben wir Glück und er hat's eingetragen. Oh. Oh Mann. So ein Mist. Jetzt hier einfach mal hoch. Vielleicht hilft mir auch die Polizei. Ich bin einfach nur reingegangen und bam, genau das habe ich gemeint. Man geht in ein Haus rein und wird erschossen. Du siehst einen heruntergekommen, Mann. Du siehst einen heruntergekommen, Mann. So, muss ich auf jeden Fall ein Stimpack nehmen. Und mich mal bewaffnen. Und da das hier auch mehr Nahkampf ist als Fernkampf, werde ich die Pistole nehmen. Sie nehme ich mal raus und mach mal so. Habe ich die schon geladen? Ja. Ich werde auf deinen Grab tanzen. Oh Mann, sind das viele. Wieso schießt er nicht? Sondern läuft jetzt zu nah ran und er genauso. Die stehen alle so schön hintereinander. Hätte ich jetzt diese Maschinenpistole? Naja. So, dann halt du als Erster, der direkt vor mir steht. Dann mal direkt in die Augen. Schön daneben und stattdessen... Oh, ich habe ihn Augen getroffen. Mein Freund und Helfer. Das ist natürlich blöd. Aber zum Glück habe ich ihn nicht die Augen weggeschossen. So,
darf der erste gleich tot sein. Oh, der macht viel Schaden. Oh, gleich gehe ich wahrscheinlich drauf. Nach Haralds Gespräch wäre das schlecht. Das war sehr knapp. Ich nehme mal, da kann ich auch einen großen rein theoretisch nehmen. Wobei, die großen hebe ich mir lieber auf. Ich kann ja auch mehrere kleine nehmen. Noch ein. Und dann haue ich mal hier ab. Wieso hilft mir die Polizei nicht? Die halten auch relativ viel aus. Und die benutzen auch Stimpacks. Das gefällt mir gar nicht. Schieße ich? Ich muss wieder das Stimpack nehmen. Das ist mir zu heikel, wenn ich... So. Dann gehe ich weiter vorwärts. Vielleicht treffen die aus Versehen an die Polizei. Das wäre ideal. Ja. Ah, dass er aus Stimpacks hat, das nervt mich so sehr. Jetzt gehe ich 1, 2 Schritte nach oben. Und versuche den da zu erledigen. Top. Bei 80% daneben getroffen. Polizei hält sich raus. Ich bin gleich hinüber und das war's. Natürlich habe ich nicht abgespeichert und muss das Gespräch nochmal führen mit Harold. Ist aber gar nicht mal so verkehrt, weil ich ihn dann jetzt fragen kann. 10.12 Uhr. Weil ich ihn jetzt fragen kann, wo denn dieser Militärstützpunkt ist. So, das wird hier auch gerade eine längere Folge, wie man sieht. Und ich werde mich jetzt auch mit der Granate ausrüsten und da reinschmeißen. Wobei ich habe, glaube ich, nur 30% an Treffergenauigkeit. Das heißt, mit der Granate wird das nicht viel werden. Hier, ich klicke mich einfach mal durch. Mit den Sirenen fing's an. Ich war jung, aber ich weißte... Die Gangmitglieder haben sie natürlich eben nicht. Wir organisierten eine Richard Ray, eine Art alter militärischer Stützpunkt. Wir haben beim Reingehen... Auf was seid ihr gestoßen? Sowas. Viele davon. Bin verdammt überrascht, dass die nach all der Zeit noch da waren. Mit dem Krieg und allem. Oh, Junge, die haben uns ganz schön übel mitgespielt. Wir sind ziemlich weit reingekommen. Einer der Roboter hat Francine bis heute weiß geschafft. Ein Roboterkran krachte. Nein, du Tortel, ich hab doch gesagt, dass ich ihn nie wieder gesehen habe. Ich hab keine Ahnung. Bin im Öd. Ich weiß nur, dass es. Wie zum Teufel. Danke, dass ich. Jetzt habe ich die Stelle verpasst, wo ich ihn danach frage, wo das ist. Aber egal. So, aber das hier gibt definitiv Rache. Das könnt ihr. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber diesmal speichere ich auch davor. Und rüste mich jetzt aus. Und da das ein Nahkampf ist und da ziemlich viele Gegner auf einmal drin hocken, werde ich so machen. Ins Inventar muss ich ja so oder so, wenn ich mich heile. Das ist ja egal, ob ich ins Inventar gehe oder nicht. Eine Granate habe ich gar nicht mehr drin, würde mir aber auch nicht viel bringen. Doch, da probier's mal. Ich habe da so eine geringe Trefferwahrscheinlichkeit. So, dann kommt jetzt hier alle in meine Nähe hin. So, Granate.
47%ige Chance. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, voll mal daneben. Dankeschön. Dann gehe ich jetzt mal zur Seite. Und warte hier einfach mal. Aber wenn es da rund reingeht. Natürlich. Wie soll es anders sein? Nein, geht doch nicht alle rein. Nee, das... Das wird so nicht. Dogmeat ist... Ja, er ist tot. Dogmeat wird früher oder später ich sterben. Ich würde nicht nur wegen ihn neu laden, aber da jetzt meine Kameraden hier einfach reingerannt, reingeprecht sind... Da muss ich die hier erstmal hierhin irgendwie hinlocken, dass sie da stehen bleiben. Einen Versuch mache ich noch, ansonsten überspringe ich dieses Gebäude. Ich könnte es auch nochmal mit Granaten versuchen. Nee, bleibt mal schön dort, wo ihr seid. So, nochmal die Granate auswählen. Sie landet sonst wo, das ist ja heftig. Versuch mache ich nochmal. Tja. Geht nicht ins Gebäude rein. Ja, stell dich genau vor die Tür, dass alle genau auf dich schießen. Das war jetzt hochintelligent. Ach komm, wir überspringen diesen Raum. Das, darauf habe ich jetzt keinen Nerv und auch keine Lust. Wenn die nicht hier hinten irgendwo stehen bleiben, ansonsten bleiben die doch immer irgendwo stehen, wenn sie gerade nicht stehen bleiben sollen. Ich versuche es noch einmal und wenn es nicht klappt, dann ignoriere ich da unten den Raum. Dann ist das halt so. Ja, komm, ruhig mal hier. Gehe einfach jetzt schon in Kampfmodus, jetzt wo die so weit weg sind. Ja, das dürfte dann klappen. Mache ich nur die Tür. Und gehe zwei Schritte zur Seite. Oder einen dürfte ausreichen. Einen weiteren. Ach, jetzt sind sie wieder da. Bleibt. Ah, das ist die scheiß Laterne. Ich will jetzt versuchen, dass die hinten bleiben. Ich vorrenne. Genau, so wollte ich es. Jetzt kann ich nämlich hier noch rausgehen. Aber vorher kann ich noch einen Schuss abgeben. So, 29 Trefferpunkte. Sehr gut. Jetzt sind die eigentlich gezwungen, rauszukommen. Und wir warten jetzt hier alle draußen dann, wenn der Hund nicht reingeht. Wenn Dogmeat reingeht, ist es sein Problem. Tja, sein Problem. Der steht viel zu nah, als dass ich hier... Ja, 15 Trefferpunkte, gar nicht mal so schlecht. Da kann ich noch ein paar Schritte zurückgehen. Oh, der haut ganz schön rein. Ich gehe lieber mal ins Inventar und heile mich. Ah, jetzt habe ich nur 4 Punkte noch übrig. Was mache ich damit? Laden. Und damit hat sich es erledigt. Ich kann noch ein bisschen vorwärts gehen.
Ian ist tot. Okay, da sind wir noch zu schwach dafür. Da kommen wir zurück, mal richtig dicke, fette Waffen haben und dann räche ich mich so richtig schön. Aber da sind wir dieses Gebiet durch. Dann würde ich sagen, wir können hier nochmal rübergehen. Dann speichere ich einmal ab. Ich wollte nur sehen, ob die Zeit vergeht, sobald ich das Gebiet wechsle, aber ich glaube nicht. Wir haben nämlich immer noch 10.13 Uhr, den 12. Februar. Dann habe ich jetzt gespeichert, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich.